Wir sind fast bei Haven angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit... Sir, eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Dim, du musst sie aufhalten. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Tassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Selendis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ayur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Selendis. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein, aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist die reinigende Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. Okay, jetzt müssen wir eine richtige Entscheidung treffen. Tja, sollen wir die Kolonie beschützen oder sollen wir sie säubern? Schwere Entscheidung, aber ich glaube, ich werde unserer Forscherin hier helfen. Und wir werden die Kolonie ganz einfach beschützen und mal nicht den Feuer unterm Arsch machen. Kolonie beschützen. Ich werde nicht mit ansehen, wie ihr eine ganze Kolonie auslöscht, Selendis. Nicht, solange die Chance besteht, sie zu retten. Es wird eine Ehre sein, euch im Kampf zu begegnen. Euer Ruf als Commander eilt euch voraus. Ich bezweifle nicht, dass ihr ihm gerecht werdet. Danke, Jim. Vielen, vielen Dank. Was auch immer auf Haven vorgeht, meine Leute verdienen es nicht, einfach ausgelöscht zu werden. Wir werden sie retten. Ich werde ein Heilmittel finden. Jim, die Protoss kommen der Kolonie immer näher. Meine Leute haben keine Chance. Wir müssen die Purifier zerstören, bevor sie alles ausradiert. Bring alle in die Hauptbasis, Ariel. Wenn die Purifier so weit kommt, sind wir geliefert. Naja, wenigstens können wir uns darauf verlassen, dass sie systematisch vorgehen. Sie werden die Siedlungen eine nach der anderen niederbrennen. Du weißt auf jeden Fall, wie man sich am besten aus keinem Kampf raushält, Cowboy. Ich habe hier was, was dir helfen wird. Ich hatte noch was gut bei jemandem und habe uns die Baupläne für den Viking ergattert. Denk dran, sie können sich von einem Jet in einen Kampfläufer verwandeln. Ziemlich raffiniert. Jim, die Purifier zieht einigen Nexus der Protoss Energie ab. Ihre Schilde sind völlig undurchdringlich. Wie kann man so etwas nur aufhalten? Ganz einfach. Zuerst nehmen wir diese Nexus auseinander, dann schalten wir die Purifier aus. Keine Sorge, Ariel. Wir werden sie aufhalten. Natürlich werden wir die aufhalten. Derzeitige Mission, ein sicherer Hafen. Und jetzt starten wir die Kiste. WBFs dürfen erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier leiten. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Ja, das werden wir natürlich müssen und werden wir auch machen. Als erstes, was bauen wir denn? Ich würde sagen, wir bauen mal auf jeden Fall noch ein paar Marines. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Tja, okay, das machen wir dann. Und haben wir irgendwo... Da haben wir es doch. Wir brauchen ein Tech-Labor, das angeschlossen ist, um hier die Goliaths zu bauen. Tja, die sind natürlich gegen Lufteinheiten und gegen Bodeneinheiten ziemlich
gut, wie wir gesehen haben, das letzte Mal. Jetzt brauchen wir erstmal WPFs, wir brauchen hier Vespingas, wir brauchen hier Mineralien und was wir nicht noch alles brauchen. WPF einsatzbereit. Tja, und jetzt bauen wir auch gleich die Goliaths. Kann's kaum noch erwarten. Dann bauen wir hier, wir haben natürlich relativ wenig Kohle jetzt übrig, wenn wir so viel bauen. Das heißt, wir müssen noch ein paar WPFs hier zu Mineralien Abbau schicken. Machen wir auch. Sir, die Purifier ist angekommen und in Bewegung. Abmarsch bereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Goliath online. Okay, Goliath. Tja, jetzt ist er angekommen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen was machen dann. Was wir zuerst machen müssen, ist natürlich hier, wo sind sie, die Versorgungsdepots wieder bauen, bevor wir das vergessen. Denn jetzt sind wir schon am Maximum von 35. Und die kosten auch 100 Mineralien. Oh. Machen wir gleich noch eins. Und bauen wir gleich noch eins dann. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Oh, das gibt bestimmt einen Erfolg, wenn wir das packen, ohne dass irgendwie eine Kolonistenbasis da zerstört wird. Aber ich glaube, das packen wir nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn wir das erste Mal spielen. Ja, dann laufen wir einfach mal los. Suchen den Feind. Wir gucken erstmal, der Nexus da, okay. Hier geht's hoch, das wird schon die richtige Richtung sein. Ah, stopp! Ja, komm schon, überleb! Ja, das packen wir jetzt. Da bauen wir einfach noch ein paar Marines mit dazu. Dann geht's hier weiter. Ja, ich finde, ein Sanitäter ist ein bisschen wenig hier. Komm schon. So, die haben wir erstmal platt. Und dann, was waren da noch? Da waren noch Lufteinheiten, glaube ich. Ja, waren. Und die folgen uns auch nicht. Die sind ziemlich intelligent. Dann müssen wir mal noch ein paar Sanitäter einfach bauen. Und jetzt haben wir genug Kohle, dass wir auch noch mehr Kampfläufer bauen können. Mehr Goliaths Kampfläufer. Jetzt können wir aber auch nicht die Rüstung von den Fahrzeugen verbessern. Sehr suspekt. Kommt noch was? Ja, wir greifen jetzt trotzdem an. Scheiß drauf, wir probieren es einfach. Erstmal hier auf die Kanone. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Der eine Sanitäter macht einen ziemlich guten Job. Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. Nein, nicht sterben, Goliath, nicht sterben. Gib nicht um. So. Ja, okay, dann verlieren wir halt eine. Egal. Was soll's. Es sind noch mehr Kolonistenbasen, die wir retten können. So, der erste Nexus ist gleich kaputt. Sehr schön. Da steht noch ein Goliath. Da sind noch zwei Sanitäter. So, dann gehen wir gleich zum nächsten. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. Speichere. Sehr schön. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Tja, okay, da bewegen wir uns einfach mal nach da unten. Und ich muss mir das jetzt hier mal ein bisschen umfriemeln. So.
Die Basis lege ich mir hier einfach mal auf die Taste Nummer 3. Und die Fliegenden auf die 2. Das ist natürlich ein bisschen entspannter für mich dann, mit den Tasten zu spielen. So, komm schon. Beeilung, Beeilung. Na? Sie wollen unser Schiff zerstören. Wir werden alle sterben. Oh, das, ja, das packen wir aber noch. Tun wir es erstmal kurz sammeln. Ja, da geht's ab, da geht's ab. Keine Chance. Das ist schön. Jetzt habe ich schon BWF noch mit dazu gesteckt. Der repariert die. Wir verschwinden jetzt hier. Repariert die einfach automatisch dann. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. Die Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Wir sollten sie mitnehmen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, ja. Jetzt müssen wir erstmal die hier, die Hetzer, kaputt machen. Ist aber nicht wirklich schwer. Der eine Sanitäter reicht immer noch. Und in der Zeit geht's mal weiter zum... Oh, da unten schwebt's. Zum nächsten Nexus. Da haben wir noch 2 Goliaths. Die tun wir einfach mal mit dazu. Die kommen uns eh hinterher dann. Okay. Egal, wir brauchen jetzt keine Depots. So, die hauen wir um, die hauen wir klein zu Brei. So. Muss es aufpassen, die Hetzer, die greifen da meine Fliegenden an. Ja, den machen wir aber vorher platt. Den einen zumindest. Der 2. Nexus ist gleich kaputt. Und ich muss jetzt mal gucken. Ich werde jetzt einfach mal meine Basis noch ein bisschen ausbauen. Luftabwehr. Inferno-Turm. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Lass ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Ja, die haben schon keine Chance. Wir bauen jetzt mal Verteidigungstürme in der Basis, dass ich da nicht wieder hineiern muss. So. Der letzte Nexus wartet auf uns. Und dann können wir das Schiff auch schon umhauen. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Okay, das Fliegende hauen wir natürlich gleich runter. Mit unseren Vikings. Ja, kommt schon, ihr Heiler. Heilt. Heilt, was ihr könnt. So. Da hauen wir das da mal noch oben, das Schiff. Die Kanone, die beschießt mich da noch. Okay, die ist auch Geschichte. Und jetzt hauen wir gleich das um. Okay, die Kanone lädt auf vom Purifier. Wir haben es aber gleich down. Wir haben gleich den letzten Nexus weggehauen. Okay, jetzt müssen wir... Die Purifier haben keine Energie mehr. Greifen Sie sie jetzt an. Yay. Jetzt gehen wir dem Viechern auf den Sack. Haben wir hier noch einen Goliath stehen? Komm schon, kommt schon. Gebt ein bisschen Gas. Oh, der schießt gleich. Ich glaube, der graue Balken ist der, ist die Kanone. Unter Garantie. Vielleicht packen wir es noch, bevor er das klein macht. Und jetzt geht's. Jetzt zählt's. Jetzt machen wir richtig Action. Okay, der wehrt sich gar nicht. Ja, doch, der wehrt sich. Die Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Ja, freut mich natürlich zu hören.
So, jetzt spawnen ein paar Einheiten. Die erledige ich jetzt natürlich zuerst mal. Der Energieausstoß hat seinen höchsten Stand erreicht. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. Ja, komm schon, fangen wir das noch? Nee, das fangen wir nicht mehr. Schade, sehr schade. Hätte mich gefreut, wenn wir es gepackt hätten. Aber jetzt ist ja gleich Geschichte. Ja. Die paar Infanteristen. Oh! Okay, das waren jetzt nicht nur ein paar Infanteristen. Das waren noch ein paar andere. Das heißt, wir bauen mal noch weiter Goliaths. Auf jeden Fall. Und was bauen wir noch? Was bauen wir noch? Haben wir hier irgendwo so einen Raumhafen gedöns? Warnung. Protoss-Geschwader im Anflug auf Kolonistensiedlung entdeckt. Durchgeladen und entsichert. Und wir heuern die Warpicks an. Und wir nehmen jetzt auch unsere Marines damit. Ah, Mist. Okay. Okay. Das heißt, wir landen die mal eben und tun mal unsere ganzen WBFs abziehen. Die Protoss wollen uns umbringen. Die können das hier alles mal schnell reparieren. Das war jetzt nicht noch gleich alle Einheiten wieder verlieren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, das geht, glaube ich, ratzfatz, wenn die wirklich alle da reparieren. Ah ja, das kostet zwar ziemlich viel Mineralien, denke ich mal, aber das macht nichts. Und die Inferno-Türme hauen gut rein, die hauen gut rein. So, jetzt hauen wir die um. Ich nehme jetzt einfach die WBFs alle mit. Schick die wieder in den Fliegermodus, die Vikings. Und dann dürfen die, weil sich dahin begeben, die Warpicks muss ich noch mitnehmen. So, kommt schon. Ja, die kriegt dann nicht die Basis. Am Arsch. So. Das war ganz schön knapp. Vielen Dank. Bitte schön. Die sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. So, jetzt müssen wir dem Purifier den Rest geben und dann hoffe ich, dass es das war. Ja, da ist er kaputt. Die Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft. Wie ich sehe, sind die Geschichten über eure Raffinesse nicht übertrieben, James Rayner. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als berechtigt erweist. Sieg und zwei Erfolge, du kommst hier nicht rein. Und ein sicherer Hafen. Juhu! Tja, eine knappe Viertelstunde haben wir gebraucht und wir machen auch gleich weiter.